Hallöchen, wir sind gerade auf dem Flug zur Raumstation. Ja, wir gucken mal, was wir da finden. Nicht? Also, ich bin ganz gespannt. Wirklich sehr gespannt, was wir da finden werden. Ist ein guter Flug gerade? Ich überlege mir nur. Brauchen wir unsere Flotte noch immer? Und wenn ja, wo am besten? Und am besten wie noch hinterher? Okay, und just go. Ja, also, wir konnten auch mal scannen. Scannen war okay. Ja, müssen wir mal gucken. Nur, dass wir ein bisschen mehr Geld eintreiben. Aber wir haben echt schwache Scanner. Also, wenn wir einen Scanner mal so 10.000, zweimal 10.000 bekommen, wir hatten ja einen richtig guten Scanner gehabt. Den habe ich leider weggenommen, weil ich keinen Platz und ja, nicht. Ich meine ja nur. Ja, wir sollten uns das nochmal überlegen mit dem Scanner. Einreichen. Hey, hombre. Dankeschön. Geg, Ansehen, verbessert, perfekt. Mehr brauche ich nicht. Scheint irgendwie unglücklich zu sein. Mission durchsuchen. Vier Pflanzen scannen. Wäre eine coole Sache, aber... Wir haben nur 90 Naniten. Ah, was können wir denn mit denen hier anfangen? Okay, nein. Ich müsste noch zum Missionsagenten. Ah, wir brauchen dringend irgendeine Einnahmequelle für Naniten. Das ist gerade echt ein bisschen schwierig. Okay, wir können hier nichts gewinnbringend verkaufen. Seltsamerweise. Das ist nicht so gut. Ich glaube tatsächlich, ich hole mal unser Schiffchen her. Wir könnten hier einen A-Scanner holen, habe ich recht? Weil die wechseln auch ständig. Die Dinger hier. Oder wir fliegen zu noch einem. Ah, wir brauchen aber Naniten noch immer. Oh. Ich hätte sonst gesagt, wir fliegen vielleicht noch zu einem und gucken, ob wir da vielleicht ein S-Modul finden. Gell? Ah, ne, können wir jetzt gerade nicht. Bergbaulaser B, Geologiekanone. Ja, wir hätten nur noch einen Plasmawerfer. A, S. A, S, K. Brudi. Vielleicht noch ein anderer Geek-Planet? Ich weiß gerade nicht. Also Geek-System. Ich glaube ja. Ich glaube, wir probieren es einfach nochmal. Also nicht, dass das hier irgendwie schlecht wäre, aber... Na, ist halt ein staubiger Planet. Da vorne ist wahrscheinlich ein wässriger. Ne, das war der nicht so schöne. Wir haben hier auch genug Planeten. Das ist ja auch das Schöne dran. Wahrscheinlich ein toxischer. Lass mich raten. Ein grünlicher sogar. Oh. Also, wäre schon cool, aber ich glaube, insoweit ich würde doch nochmal weiter gucken wollen. Was nochmal? Korvax. Korvax. Geek. Hier wäre noch was mit Geek. Hoppala. Was hätten wir denn noch? Das ist das Hauptschiff. Das wären Vyken. Oh, Konfliktstufe 2 sogar, krass. Korvax. Hier wären die Geek, genau. Hoppala, entschuldigt. Was denn da? Nichts. Nichts, was denn da? Nichts. Korvax, Geek. Das ist ein kleines System. Vyken. Korvax, Geek. Vyken. Korvax. Nix. Vyken, Korvax, Geek. Wo waren die Geeks? Ich finde die gerade nicht wieder. Aber blaue Planeten mit Geeks gibt es auch nicht. Also blaue Systeme. Doch. Aber das ist ein kleines. Ärgerlich. Ist gerade echt ärgerlich. Vyken. Instabiler Frieden. Okay, der ist ein bisschen weit. Wo sind wir denn nochmal? Oh, wir sind da hinten.
Da ist auch dieses Heimatbasis-Ding. Was haben wir denn hier? Korvax. Wyken. Geek. Wäre natürlich auch nochmal eine Idee. Wyken. Geek. Im Roten? Ist das ein Roter? Ne, das ist grün, glaube ich. Geek. Ich würde mal Geeks gerne im Blauen finden. Also wieder. Denn das ist hier. Da will ich ja gerne hin. Das ist auch schon wieder. Das wäre halt noch. Hoppala. Der wäre halt noch. Halt nur zwei Planeten. Wir probieren's. Hilft ja alles nichts. Einfach auch wegen dem Iridium und sowas. Einfach mal gucken, was wir so finden. Haha, schöner Planet. Das ist ein Eisplanet, oder? Gell? Ja, toll. Hat er nicht gescannt. Aber zumindest nicht so, wie man wollte. Scan. Ja, Frostkristall, kalter Planet. Sehr gut. Haha, und der andere ist genau hinten dran, oder was? Ja, moin. Komm gerade nicht an den dran. Den holen wir noch, den holen wir noch, den holen wir noch. Wo ist er da? Wir fliegen mal erstmal zur Raumstation. Vielleicht können wir ja einfach von der Raumstation aus nochmal gucken. Da ist der eine Planet. Den anderen sehen wir so nicht. Der ist da hinten dran. Okay, wisst ihr, was ich komisch finde? Das Ding scheint zerstört. Ich habe keine Ahnung, ob wir landen können. Ja, wir können landen. Alter, so, bei sowas bin ich auch noch nicht gelandet. Können wir die kaufen? Station, Frachter, alles. Okay, das ist irgendwie krass gerade. Die Musik ist auch gerade nicht gerade sehr positiv. Okay, die Geek wurden hier anscheinend gefressen, ha? Huh? Oh, oh. Was ist das? Station Terminus. Hier ist ein Teleporter. Ich will mich nicht irgendwo hin teleportieren gerade. Atlas passt rein, ne? Okay. Was ist denn hier passiert? Ich will, wie gesagt, nicht einfach durch den Teleporter durch. Gucken nochmal auf der anderen Seite. Ich habe mich vorhin schon gewundert, hä, woher kommen die Einschusslöcher? Ja, da hat wohl jemand hier gewütet, ne? Das in all seiner Pracht. Was ist das? Alter. Finden wir hier irgendwas? Hier kommen wir auch nicht rein, ne? V3-Pass. Alter. Wir können hier nichts mehr machen. Wir hauen sofort ab, Moment. Ne, wir hauen jetzt ab. Bringt auch nichts. Ich würde auch gerne hier alles sofort verlassen wollen. Es ist mir null geheuer. Dann fliege ich doch lieber zu einem grünen Planeten oder sowas. Hier. Was ist das denn? Da waren wir doch. Hier war doch irgendwo ein grüner, süßer Planet. Oh, Konflikt Wissenschaft aber. Wir probieren's. Ne, wir hauen ab. Sorry, das war mir gerade nicht geheuer. Also, riskant ist okay. Und solange wir hier nicht sterben. Oder von unseren Kollegen angefeuert werden oder sowas. Abgeschossen werden. Von mir entdeckt. Hier waren wir schon mal. Nee. Kupferpyrit, ausgetrockneter Planet. Alter, was ist das hier für Planeten? Ah, den haben wir ja schon mal entdeckt.
Genau, isotopischer. Und den haben wir auch noch nicht entdeckt. Wow, haben die mich gerade erschreckt. Weil die hier reingesprungen sind. Staubiger Planet. Okay. Und das war der immergrüne Planet wahrscheinlich. Oder ist ein immergrüner Planet. So viel dazu. Ein grünlicher. Tschüss. Wir haben es geschafft. Wir haben es einfach mal geschafft. Tschüss. Ich will rein. Verfolgen die uns einfach noch. Puh, haben wir Glück gehabt. Okay, also Angriffe sind hier normal, habe ich das Gefühl. Ui, hey. Na? Wie ist es? Waren wir hier nicht vorhin schon? Ich glaube ja. Mhm. Lass mich raten. Nee, aber hier hat er ein Scanner-Modul A wieder. Ich bin da schon reingekommen. Entschuldigung. Ah, ich glaube, hier waren wir. Vorhin. Ja. Hier waren wir. Ja. Genau vorhin, dieser Nebel erinnert mich auch gerade sehr stark daran. Ich will hier ungern bleiben. Ich will gerne was Neues entdecken. So. Ich würde liebend gerne auf einen anderen Gegplanet. Hauptschiff, Heimatbasis haben wir zweimal. Das sind Vyken, die brauchen wir nicht. Vyken, hier waren wir schon mal. Hier ist nix. Hier ist ein Korvax. Hier ist nix. Hier sind mehrere Geeks. Okay, der nicht. Der vielleicht. Könnten wir hier hinspringen? Ist gar nicht mal so weit. Na komm. Und danach springt unser Kollege. Ach stimmt, wir hätten auch mit unserem großen Raumschiff springen können. Oh, denk doch mal nach, Alex. Egal. Könnten wir größere Sprünge wagen, fast schon, ne? Neue Entdeckung. Genau das. Ah, wir sind schon da. Okay. Jetzt landen wir erstmal. Und gucken, ob wir hier was finden, Missionen finden, überhaupt was finden. Ja, wir müssen mal gucken. Ist echt so gerade. Warum nehmen wir eigentlich nicht unseren Frachter? Irgendwie denke ich gerade nicht so dran, ne? Ja, wobei wir jetzt nicht mehr springen würden, aber... Oder weiter springen würden, aber ein bisschen mehr springen vielleicht auch schon noch so. Wir müssen mal gucken. Ist auch wieder so ein bisschen neblig her. Oh, was ist das denn? 18 Plätze. Das Ding hat... Keine Ahnung was. Oh, so ein Ding hätte ich gern. So, was hast du denn, mein Freund? Hast du denn nette Upgrade-Module? Streublaster. Scanner-Modul A. Hätte er auch wieder. Und ein paar Geologiekanonen und sowas. Ich guck mal, ob wir Pananiten herstellen können. Herstellen können. Ja, wobei, herstellen vielleicht auch. Und der sieht gar nicht mal so schlecht aus, der Flieger. Wir haben halt noch immer unsere kleine Schüssel da, aber... Und gut genug ist sie für uns. Wir haben ja noch zwei andere Fliegerchen, aber... Okay. Hey, Kumpel. Erzähl mal. Naniten. Acht Wächter. Ach, weißt du was? Die machen wir schnell platt. Ah, Moment. Vielleicht können wir gleich noch was anderes hinterher machen. Ruf mir rein, Gegenstände abliefern, Planetare ver... Machen wir doch auch gerade. Alles gut, wir machen das. Wir machen Wächter, Putt und die anderen Sachen. So. Ey, wir kriegen das hin. Industriegeheim. Okay. So, dann. Was bist du denn für ein Planet? Kontaminierter Planet.
Das klingt nicht gut. Mit was kontaminiert ist immer die Frage, ne? Entschuldigt vielmals. Dann fliegen wir mal hin. Uran, Kupfer, ach, keine Ahnung was. Vielleicht können wir hier Kupfer an, Uran richtig abbauen. Ich habe keine Ahnung. Und tschüss gehen. Ah, wir können hier sogar parken. Können wir hier sogar, ja, parken. In the parking lot. We parking a lot. Because we are in the parking lot. Ich sollte aufhören zu rappen. Das war kein Rap, das war die Wahrheit. Ah, da vorne ist jemand. Wir möchten echt ein paar Wächter kaputt machen. Guck mal, wir machen das Ding. Und dann machen wir das da. Tschüssken. Tschüssken. Wir nehmen das mal mit. Und dann die taufen, jawohl. Okay, Strahlungsschutz nimmt ab bei uns. Ich würde gerne ein bisschen mal hier einbrechen, ha? Wo ist denn der Eingang? Hem? Wächter suchen uns. Sehr süß. Na, die sind gerade auf der anderen Seite. Na, die werden sich aber wundern, wenn wir gleich kommen. Peng. Peng. Ah, Mist. Peng. Ich würde gerne das Ding hier abbauen. Wo ist es denn? Ja, dankeschön. Na. Muss nachladen, hey. Wobei, das kriegen wir, glaube ich, eher aufgeschossen. Das ist eher so der Fall. So, und da, 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 da. Peng. Alles gut. Vielleicht kommen die nächsten. Wir gehen mal rein hier. Hey. Okay. Firewall durchbrochen. Zugriff Baupläne. Daten herunterladen. Alles gut. Ich überlege gerade. Oh, wir haben hier ein bisschen was bekommen, auf jeden Fall. Wenn wir gerade hier dabei sind. Hey. Hey, hombres. Hombrinos. Da ist kein Gegner mehr. Wir sollten doch... Mhm. Ah, wir haben schon 4 ausgeschalten. Okay, und, aber wo waren die denn jetzt? Mussten die doch sein. Hä? Ich hoffe, dass die jetzt hier irgendwo rumschauen. Ja komm, also das machen wir jetzt auch noch hinterher. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Fauna. Aber hier finden wir doch bestimmt so ein... doofen Typen, der irgendwas bewacht wieder. Also, Entschuldigung. Moment, wenn wir gerade dabei sind, können wir natürlich auch nach Technologien suchen. Ja, da unten. Da unten sind Tiere. Oh, krass. Was seid ihr denn? Riesige Ananas-Dinger da? Ja, moin. Gib mir Geld. Mhm. Mal das finden wir anständig. Yep. Ich hab schon gedacht, da wird irgendwas fliegen. So, juhu. Das erste Mal, dass wir einen Wächter sehen. Ah, ne. Mhm. Dich will ich haben. Okay. Hey. Noch immer keinen Wächter gefunden. Was ich höchst bedenklich finde. Für so ein Level, aber okay. Hey, ihr Kleinen, wie geht's euch? Ich geb euch den Skin. 155.000, ja moin. 38.000 noch. Okay. Euch habe ich. Hier finden wir noch was.
Moment mal, ich ruf mal den Herrn Kollegen Flugzeug hierher, was genau richtig wäre. Okay, Moment. Ich mach das Ding auf. Oder gucke zumindest, dass ich es aufkriege. Ja. Gut, dass ich den geholt habe. 38 Nanithaufen. Moment. Komm. Natrium kommt alles jetzt auf unser großen Kreuzer da hinten. Das werden wir dort dann umsetzen. Geht jetzt auch nicht anders. So. Okay, jetzt mache ich das erstmal auf. Navigation-Dinger. Entfernen dies. Auf damit. Auf damit. So. Ja, komm. Geh ab. So, dankeschön. Euch brauche ich eigentlich so nicht mehr. Ich freue mich auf jeden Gegner, der jetzt vorbeikommt. Wir uns fehlen ja nicht mehr viele. Heiße Aktion. Ja, klar. Da, hey. Hey, Kollegas. Weg mit euch. Das ging schnell, ha? Huh? Ich glaube, wir brauchen nur noch einen. So, wir laden mal nach. Hombres und Hombrinos. Da hinten. Weg. Ah, schade. Weg. Okay, jetzt habe ich auch die Mission noch schnell geschafft. Das war so das Wichtigste. Gerade nebenbei. Und jetzt steigen wir ins Flugzeug und fliegen eine Runde. Tschüss. Versuch uns mal zu finden. So, wir laden mit Uran nach. Tritium. Über andere. Ja, ich habe keine Zellen mehr, aber egal. So. Okay. Strahlungsschutz nimmt ab? Kann ich. 14, 13. Gib mal Gas. Wir können uns ewig suchen. Okay, jetzt können wir aber auch langsam rausfliegen. Und da landen da hinten. Tschüsschen! Dann gehen wir 2 Missionen ab, das ist gut. Dann kriegen wir ein bisschen Naniten und können hoffentlich wieder eine neue Verbesserung holen. Ich hoffe endlich mal eine Verbesserung auf die Flora. Weil, nicht die Darmflora, sondern die Flora zum Scannen. Weil wir 0 für die Flora bisher haben. Und ich hoffe einfach mal 10%. Weil wir können halt gut scannen, aber nur Tiere im Moment. Wenn wir halt wieder was bekommen für die Fauna, dann... Ja, dann werden wir zu einem richtigen Großwildjäger, habe ich das Gefühl. So, absteigen. Und ich glaube, wir holen uns hier unseren wichtigsten Kollegen nochmal her. Herr Frachter. Und gucken mal, was wir mit dem machen können. So. Gebe uns Naniten. Bitte, bitte, bitte. Missionen einreichen. Einmal. Bitteschön. Ansehen hat bei den Geek hat sich verbessert. Das finde ich gut. Und das hier. 167 Naniten. Das wollten wir. Söldnergilde. Okay. Ich würde mich freuen, wenn wir bei der Söldnergilde auf Dauer was bekommen würden. So. Oh, Piraten niedriger Stufe jagen. Das kriegen wir auch noch hin. Kriegen wir auch meine Nieten. Ach komm, das machen wir jetzt noch. Da hätte ich nur Lust drauf. So, zu deinem schönen. Ja, und ja. Oh, Eingeweihte. Wir haben doch tatsächlich schon mal eine Stufe jetzt zugewonnen. Wir scannen. Ach, da vorne ist es ja schon. Das Kopfgeldziel. Tschüsschen. Ich brauche nicht lange, um dich zu kriegen. Du kriegst mich nicht. Aber dafür kriege ich dich, Schätzchen. Eine kurze Drehung. Tschüsschen.
Ja, du hast nicht so viele Chancen wie wir. Und tschüss. Ja, wir haben doch gesagt, dass du nicht lange hältst. Okay. Hat's gereicht? Hat gereicht. So Piraten ausschalten ist schon immer ganz cool. Ich meine, ganz ehrlich, das ging jetzt wie viele? Ein paar Sekunden? Können wir gleich wieder zurückfliegen, Naniten einsammeln und ich hoffe, das klappt immer wieder. Söldneraufträge sind eigentlich ganz cool. Können auch mal eine Flotte holen oder so. Und damit ein bisschen Unfug betreiben. Ich meine ja nur. So. Na, dann gucken wir mal, was wir so finden. So, hui, jupp. Was? Und ich meine, die 100 Naniten, die machen schon was aus. Hey. Mission anreichen. Ich meine ja nur. Wir können gerne noch eine Mission zusammen. Oh, hat sich verbessert. Ist da noch einer? Schon wieder 8 Wächter. Okay, wir lassen das jetzt mal. Das wird uns zu viel. Wir könnten ja einfach mal scannen gehen, wenn wir einen anständigen... Wir können da mal scannen, wenn wir einen anständigen Scanner hätten. Das wollte ich ungefähr sagen. Okay, oh, wir müssen jetzt tatsächlich nochmal ein paar Sachen verkaufen. Und wir müssten unseren Frachter holen. Noch immer. Und vielleicht mal gucken, ob wir da vielleicht etwas anbauen können oder so. Müssen wir mal gleich gucken. So. Upgrade-Modul. Ja, ich nehme meine Scanner. Danke, mein Freund. Du hast es bei mir gut. Was haben wir denn hier für einen? Oh, das tut so weh. Das tut so weh. Und hier haben wir nur den einzigen Fauna-Scanner. Den müssten wir aber wegnehmen. Der ist so schlecht. Nee, das ist auch nur ein Fauna-Scanner. Ja gut, dann... Fauna. Nichts auf Flora. Wir haben 3 Scanner. Nur auf Fauna. Das ist irgendwie ein bisschen bitter. Ja, und hier, ne? Wir wissen ja, was wir holen. Und die Verbesserung tut uns gut. Okay, wir gehen mal ein paar Sachen verkaufen. Wir brauchen, also jetzt würde ich tatsächlich nur noch S-Verbesserung holen. Die Frage ist halt immer nur, wo. Wir haben bisher immer A-Scanner bekommen bei den Kollegen hier. Ja, wir sollten mal schauen. Vielleicht haben die nicht die Vulcan, sondern die Korvax. Nee, Korvax hatten auch nichts. Vielleicht doch die Vulcan? Nee. Es gibt doch noch eine dritte Rasse, oder? Korvax, Vulcan? Ach, keine Ahnung mehr. Ich weiß, dass es noch eine dritte gibt. Eine dritte Rasse quasi. Und bei denen könnten wir dann tatsächlich noch ein bisschen einkaufen. Ammoniak, ach komm. Was haben wir denn hier so? Ach, weißt du was? Lemmium. Wie die Lemmium... Lemminge. Der war schlecht, ich weiß. Ja, ich würde jetzt gerne mal gucken, wie viel, wenn wir es kennen. Wir kriegen ja ein bisschen viel an so Punkten jetzt. Wenn wir jetzt so scannen, was das so bringt. Was ist denn das da hinten für ein Planet? Ich hab doch den angescannt. Nochmal einen Moment. Ich warte kurz. Jetzt. Verwobener. Das ist gut. Wir haben hinter dem noch was. Tschüssi. Ich würde gerne die Raumstation eigentlich am liebsten... Nee, unser Schiffchen am liebsten in der Nähe von der Raumstation haben. Na, der ist halt schon ein bisschen weiter weg, ne? Das ist ein feuriger. Naja, gut, okay. Moment. Da hinten ist noch einer? Nee. Das ist eine Kugel. Ha! Was hatte der nochmal? Ah, der war verstrahlt, ne? Also eigentlich würde der da hinten am meisten Sinn machen. Aber der ist auch logischerweise am weitesten entfernt gerade. Oder was ist logischerweise? Der ist einfach am weitesten entfernt. Naja.
Weißt du was? Da wir noch nie auf einem verwobenen Planeten waren, legen wir da jetzt hin. Ich will wissen, was da ist. Dauert halt jetzt am längsten dorthin zu springen, aber... Naja, komm. Wenn wir da unseren wackeren... unsere wackere Station haben und sowas. Also wackeren Frachter. Dann geht das. Dann geht das klar. Impulsantrieb. So. Ja, also... Da würde ich gerne mal irgendwann den Atlas Pass 3 haben oder so. Machen wir die Hoxie rein. Wir haben zu viel von dem Quatsch. Oder zu wenig teilweise. Boah, wir haben viel zu viele Sachen. Und hier, können wir das nicht verbessern? Also nichts für ungut, aber... eigentlich schon dufti. Und den würde ich auch gerne jetzt mal holen. Ich bin so happy, dass wir den haben. Weiß nicht, das macht mich gerade so ein bisschen latent stolz. Zieh doch mal ein bisschen nach links, Junge. Stopp. Moment. Stopp. Wir ziehen mal volle Kanüle drauf jetzt. Verwobener Planet. Was das wohl sein mag? Nie gehört halt, ne? Ah, ist okay. How's it going? Warte mal, wir fliegen noch ein bisschen näher ran. So ein bisschen. So ein paar tausend Fuß. Damit wir ohne Probleme unseren Kreuzer holen können. Ja, merkst du ja schon. Tschüsschen. Ja, das reicht. So. Ich hoffe, das geht. Ja, das geht. Und wie das geht. Guck mal. Wir haben einen Hauptchief. Ist mir egal, egal. So. Sehr gut, jetzt landen wir. Wir sind nicht weit weg von dem neuen Planeten. So. Ein sicherer Ort für uns. Dann da hinten noch ein paar Fliegerchen. Warum diese düstere Musik? Wir sollten uns eigentlich happy freuen, dass wir auf unserer Station sind. Hä? Ja gut, okay. Sei es drum. Wir gehen mal hoch und wir haben doch noch... Und den können wir doch gerade mal ganz kurz aufstellen, oder? Ja. Den stellen wir gerade mal auf. Wir brauchen Kohlenstoff und wir brauchen sämtliches Nitrat. Natrium. Puh. Was ist das da? Basisgegenstandspeicher. Okay. Okay. Dann halt nicht. Technologiemodul kann in dieses Lager. Das Wärmeschutzmodul packen wir da jetzt auch rein. Also komm. So. Könnten wir eigentlich unsere Flotte wieder auf einen einfachen Einsatz schicken? Das wäre eigentlich schon gut. Ich frag mal den Kollegen. Hey Jungs. Wie sieht's denn aus? Okay. Was hast du denn zu sagen? Okay, das ist eine ausgeglichene. Na komm, dann nehmen wir die hier. Wir probieren's mal mit beiden. Die könnten es tatsächlich mal probieren. Ach, die haben den nicht mehr. Okay. Nötiger Treibstoff. Auf geht's. Tschüss. Wie sieht's aus? Ja. Sind auf dem Weg. Solange die jetzt hier nicht vor Problemen schwelgen, ist alles gut. Schon krass, das ist der eine Planet. Und hier hinten ist der Planet, wo wir hin wollten. Oh, es ist schon so heftig. Entschuldigung. Oh, es ist schon ein krasses Gefühl, hier zu stehen und zu sagen, hier bin ich. Ich bin auf meinem eigenen Frachter. Könnt mich mal alle so ein bisschen auch. Ist schon eine Nietzsche Sache. Let me say this. Okay. Wir könnten jetzt tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe,
Wir brauchen die Mikroprozessoren. Oh nee. Okay. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich ziemlich viel, ne? Brauchen. Okay, das können wir sogar noch herstellen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann.